Mein Name ist Lars Althoff. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Gründer der Kanzlei Althoff, Gensler und Partner. Seit über 16 Jahren sind wir spezialisiert auf die Beratung und Vertretung von Arbeitnehmern und Betriebsräten. Sie haben eine Kündigung erhalten oder arbeitsrechtliche Fragen? Unsere Fachanwälte für Arbeitsrecht helfen Ihnen effektiv und nachhaltig. Wir sind hier in Lüttringhausen in der Gärtenbachstraße beim St. Martinszug der Lütterkoser Grundschulen. Ich spreche mit Sarah Kers vom Schulverein der Grundschule Eisernstein und mit Antonius Capiuno von der AWO Lennep Lüttringhausen. Sarah, ihr habt dieses Jahr den Martinszug hier organisiert. Das heißt, es sind drei Schulen, die wechseln sich immer ab und ihr wart in diesem Jahr dran. Was gibt es da alles zu beachten? Ja, also wir machen das zusammen mit der KGS, mit der katholischen Grundschule, mit der Adolf-Klarenbach-Schule und die Grundschule Eisernstein. Jedes Jahr ist eine andere Schule Ausrichter. Wir sind dieses Jahr ran, also alle drei Jahre ist man dabei. Es gibt eine ganze Menge zu beachten. Anträge müssen gestellt werden. Die Feuerwehr muss informiert werden. Wir brauchen einen Reiter. Dieses Jahr hatten wir von den Remscheider Reitgehören hatten wir ein Pferd und dann brauchen wir die Posaunenchore für alle Schulen. Der Platz muss abgesperrt werden. Das Feuerholz muss auf- und abgebaut werden. Das funktioniert alles nicht ohne Helfer. Wir haben wahnsinnig viele Helfer gehabt von allen Schulen. Große Unterstützung sind auch immer die Eltern, die die Haussammlungen machen. Da die Wegmänner, die wir verteilen im Anschluss an den Martinszug, immer kostenfrei sind, die werden an die Kinder verschenkt. Wir bekommen die natürlich nicht kostenfrei und müssen dadurch sind auf Spenden angewiesen und freuen uns dann immer, dass die Lüttringhauser Bürger so spendenbereit sind. Unsere Eltern gehen halt immer durch die Straßen und sammeln dort Geld ein. Und ebenso die Firmen werden angeschrieben und dort kommt auch sehr viel Geld zusammen, sodass wir diesen Martinszug dadurch erst ermöglichen können. Das heißt, ihr habt auch in diesem Jahr wieder genügend Spenden eingesammelt und das alles wunderbar funktioniert hat. Ob es genügend sind, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Die Abrechnung wird hinterher stattfinden. Aber wir hoffen doch, dass das alles klappt. Und wie gesagt, da sind wir immer auf Unterstützung angewiesen, dass die Firmen und auch die Menschen in Lüttringhausen spendenbereit sind und uns da unterstützen, sodass das jedes Jahr stattfinden kann. Du gehst jetzt gleich noch zum Helferfest, zurück zur Grundschule, ist richtig? Genau, richtig. Das wird auch findet jedes Jahr statt. An der ausrichtenden Grundschule wird ein Helferfest stattfinden und da kommen dann wirklich alle Helfer, Reiter, Feuerwehr, Posaunenchöre, alle Eltern, die unterstützt haben, die Geld gespendet haben, die gesammelt sind, die kommen dann dazu und dann wird dort ein bisschen nett zusammengesessen, getrunken und gegessen. Genau. Ja, super. Und für alle, die nicht Helfer sind, gibt es hier in der Gartenbachstraße immer noch das traditionelle Mätensingen. In diesem Jahr ein bisschen als Mätentreff. Und unter anderem dabei ist die AWO Lennep Lüttringhausen mit dem Antonio. So, Antonio, du bist jetzt zum zweiten Mal schon hier beim Mätensingen in der Gartenbachstraße dabei. Was hat dich bewegt, hier einfach mitzumachen? Ja, es ist einfach eine sehr schöne Tradition hier im Bergischen. Ich gebe zu, ich hätte nicht damit gerechnet, einen so langen Martinszug zu erleben. Also das ist, glaube ich, der erste Zug mit Überlänge, den ich in langer, langer Zeit gesehen habe. Und es ist einfach schön, die Kinder mit ihren Laternen zu sehen, die stolzen Erwachsenen, die dazulaufen. Und es ist einfach ein schönes gemeinschaftliches Erlebnis. Und wenn dann die Kinder reihenweise anstehen, um Märten zu singen und dabei auch Lieder singen, die man im Leben nie gehört hat, ist das schon bewegend. Ich meine, die eigene Zeit, wo man Märten singen war, ist auch schon 30, 35 Jahre zurück. Daher ist es einfach ein schöner Abend. Ja, du machst heute ein bisschen Gemüse, du wolltest Gemüse frittieren, du hast aber auch schon fleißig Süßigkeiten verteilt an die singenden Kinder. Foodsharing war dabei mit Grillwürstchen, was war denn noch hier los? Ja, das ist ja gerade das Schöne, dass das keine One-Man-Show ist, sondern hier ist Foodsharing dabei, Vereinigung Gärtenbachstraße, Grüne haben Kekse gemacht, wir als AWO machen dabei. Von den weltberühmten Pommes frites über das gesunde Gemüse, was man in Öl tunkt, damit es die Vitamine behält. Alles, was man dazu braucht, Kinderpunsch, richtigen Punsch für Erwachsene. Also es ist mit drei Handgriffen Gemütlichkeit für alle, dass sich alle einen schönen Abend erinnern und Spaß haben, sich aufs nächste Jahr zu freuen. Ja, das nächste Jahr ist das Stichwort. Es ist ja, hat sich so ein bisschen rumgesprochen, dass hier immer was los ist. Und deswegen wird es im nächsten Jahr wohl ein paar Veränderungen geben mit gesperrten Ludwig-Steil-Platz wahrscheinlich. Und bist du im nächsten Jahr dann auch dann dabei?
Ja, ich besorge dann bei der TBR die Barken. Ich weiß ja, wie schwer die sind, von unseren eigenen AWO-Sommerfesten, beziehungsweise Sommerfesten von AWO-Lebenshilfe am Mollplatz. Weiß auch schon, wen ich da in Beschlag nehme. Mein Stellvertreter, Herrn Häuser, der ja auch in Lüttringhausen als stellvertretender Bezirksbürgermeister eine Nummer ist, der freut sich bestimmt schon, wenn er wieder mit anpacken darf. Ja, super. So ist mit wenigen Handgriffen ein schönes, gemütliches Fest mitten in der Lütterkuser Altstadt entstanden. Und es freuen sich alle schon aufs nächste Jahr.